Also die Felsa hier, die ist zwar alt, aber die ist irgendwie wie gemacht für mich. Ich fühle mich ja total wohl drauf. Nein, das will ich noch nicht trauen, das ist der Tango hier. Die ersten 150 Kilometer tut sich gar nichts und dann geht es so langsam runter und dann nochmal bupp, geht die rote Lampe an. Das muss ich mal auseinanderbauen, den Schwimmer. Das scheint irgendwie eine Macke zu sein, habe ich so gelesen. Dass irgendwie ein Knies drauf ist. Das mache ich demnächst. Das fand ich bei der Diva besser. Da gibt es schon einen Teil, den ich bei der Diva besser finde, wie bei der Feser. Das ist Benzinhahn. Wenn ich auf Reserve bin, dann kann ich einfach umschalten. Und dann wusste ich, aha, jetzt hast du noch 60 Kilometer oder so, wie man fährt. Und hier weiß ich dann auch nicht so genau, wenn die rote Lampe angeht, kannst du ja nicht umschalten oder so. Da weiß ich schon nicht, wie viel ich da drin habe. Da kriege ich aber auch noch raus. Also ich bin jetzt schon 120 Kilometer gefahren und die Tango bewegt sich noch nichts. Ist noch immer voll. Also der Tango, das traue ich schon nicht. Was sind wir denn hier? Ich habe es nicht aufgepasst. Geht man nachher ein Prozedere, wie sagt man das, ein Prozedere, wenn man nachher alle zusammen tanken muss, müssen. Was mich auch stört, das sind so Kleinigkeiten, die merkt man, er ist immer länger fährt, hier der Griff hier, der ist lose, den muss ich auch noch festmachen, das stört mich. Nee, Oberlespe, stand da. Dann war der Fluss bestimmt die Lespe. Lespe. Lespe oder eher irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Oh, das sieht aber schön aus hier. Eine Baumschule, ganz viele Tannenbäume da oben. Oh, glitzert aber da oben. Da kommen ganze Pulken noch Belz. Cool. So. So. Jetzt sind wir in Werpe. Ich muss feststellen, dass ich heute ziemlich redefaul bin und ich einfach die Strecke hier genieße. Kein Gruß. Der hat aber cool gegrüßt. Richtung Schmalenberg. Aber über die Gegend hier kann ich echt nicht meckern. Ach,
Da ganz vorne fährt da, glaube ich, eine alte Opel GT. Sieht auf jeden Fall von Weitem so aus. Oder? Glaube ich auf jeden Fall. Ist keiner. Das ist doch einer. Könnte doch einer sein. Ja, ist ein Opel GT. Oder bestimmt schon 40 Jahre am Puckel, schätze ich mal. Echt ein Opel GT. Jetzt habe ich ihn erkannt. Schönes Auto. Jetzt so Schlafaugen, muss man mit Hand aufmachen, Hebel. Berg steht da, 27 Kilometer. Da wollen wir ja auch hin. Nicht zum Sommerberg, sondern zum Winterberg. Gibt es überhaupt einen Sommerberg? Ich kenne einen, der heißt mit Nachnamen Sommerberg, aber ob es einen Sommerberg gibt, keine Ahnung. Was für eine Strecke! Gibt schon schöne Strecken in Deutschland. Jetzt sind wir in Oberkirchen. Da war echt noch viele Fachwerkhäuser. Der hat Pech mit seinem Moped gehabt. Er hat sich das gebraucht geholt. BMW. Nach ein paar Monaten. So, weiß ich nicht, nach ein paar Monaten. Winterberg. Getriebeschaden kaputt. Gut Geld jetzt reingesteckt. Aber hat sich, glaube ich, auch schon mal nochmal gelohnt. Das Moped ist. Sieht ja auch noch gut aus. Schönes Reisemotorrad, was der Uwe hat. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ist auf jeden Fall eine BMW. Was für eine BMW, weiß ich nicht. Eine GS ist es nicht. Oh, ist hier ein Wald.
Wahnsinn. Ja. Steckt vor dem Gebäude, ne? Ja, da hat es bestimmt noch besser aus. Hier liegt im Winter bestimmt Schnee. Hm?